Was geht, meine Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder vom Hof Kneisel, unserem Realismus Selbstversuch. Okay, ja, hier am Hof Kneisel auf der Ellerbach V2. Es tut mir leid, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte so, warum habe ich hier irgendwo einen Spurreißer? Das ist aber na klar nicht so richtig. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ja hier noch die Möglichkeit, Allrad anzuschalten, ne? Wo war denn das? So, ich glaube, so ist es richtig. Wir sind gerade im Stoppelsturz unterwegs. Mehr oder minder. Gut oder schlecht. Ich weiß, eigentlich ist der Schlepper ein bisschen zu schwach für den Horsch. Jedoch bin ich so ein Typ, ich mag es einfach, wenn so ein bisschen Leben am Limit, falls man so sagen kann. Also ich mag es lieber, wenn der Schlepper ein bisschen schwächer ist, damit er halt so ein bisschen schaffen muss. Ne? Das fühlt sich einfach ein bisschen geiler an, hier beim Zocken. So, ansonsten haben wir in der letzten Folge so ein bisschen uns um die Kredite gekümmert. Wir haben uns einen Tag vorgespult. Wir hatten die Tiere gefüttert. Wir sind soweit auf dem Laufenden. Da als nächstes steht dann an, vermutlich Zwischenfrucht oder so. Ich muss mal gucken, was wir hier draufpacken. Bin ich mir tatsächlich noch gar nicht so schlüssig. Doch, ich hoffe, das passt soweit alles. Und ihr seid soweit mit mir zufrieden. Ich werde in dieser Session, und ich werde es auch öfters erwähnen, nicht so auf eure Kommentare eingehen können, denn wie erwähnt, mache ich einen Kurztrip nach Österreich, ein bisschen Urlaub mit den Kindern, mit der Frau und nehme dementsprechend so ein bisschen voraus auf. Deswegen seht es mir nach, wenn ich da nicht ganz so auf eure Kommentare eingehen kann. Jedoch gehe ich auf aktuelle Kommentare ein, denn der Stefan hat mir hier geschrieben, Grüße gehen raus an der Stelle und egal, ob jetzt die Antwort oder Frage richtig ist oder falsch, nehmt gerne rege teil daran. Das macht mir Spaß, damit euch so ein bisschen ins Detail zu gehen. Denn der Stefan hat geschrieben, aufs Ackerland macht man normalerweise nur Mist drauf, Gülle und Gärreste eigentlich aufs Grünland. Ist das tatsächlich so? Also eins habe ich jetzt mittlerweile gelernt in diesen 151 bzw. jetzt in der 152. Folge. Es gibt eigentlich kein richtig und kein falsch. Es gibt Leute, die machen es so und die anderen machen es anders. Das habe ich auf jeden Fall mittlerweile mitbekommen. Aber kann man jetzt zum Beispiel hier tatsächlich so das Ganze so vereinfacht sagen? Also ich hätte jetzt halt gesagt, war Spaß, hier ist ja sozusagen schon Stroh drauf, Gülle dazu. In Kombination gibt es Mist. Ihr weiß. Das ist wieder so eine Yogi-Logik, aber trotzdem, ich wüsste jetzt nicht, warum das falsch wäre, aber schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und Stefan, danke dir auf jeden Fall für deine Frage-Antwort. So, ihr seht, ich habe ein bisschen was zu tun. Ich mache kurz fertig. So, und das war es dann eigentlich schon mal hier. Sind wir soweit durch? Ich weiß, wir haben aktuell nur ein Feld. Das ist na klar noch ein bisschen wenig, ein bisschen dürftig. Aber keine Sorge, wir werden uns auf jeden Fall erweitern. Zumindest wenn wir mal das Ganze mit dem Geld so ein bisschen in den Griff bekommen haben. Das macht mir tatsächlich noch am meisten Sorgen. So, dann machen wir mal Vorgewinne noch. Hier habe ich gelernt, dass die Ecken nicht ganz so relevant sind. Und die Ränder, da guckt man tatsächlich ganz so, zumindest habe ich das so wahrgenommen hier bei mir in der Gegend. Das hatte ich schon auf der Oberschwaben gesagt. Ich wollte es hier nur auch nochmal sagen. Um meinen Schlamper so ein bisschen rechtfertigen. Ich glaube 10 km/h ist soweit ganz gut. Wir haben natürlich noch viel Luft nach oben, ne, was Realismus angeht. Das ist mir vollkommen bewusst. Da mache ich mir auch nichts vor, aber ich glaube, wir haben schon einen enormen Schritt jetzt gemacht. So über die Zeit hier in diesem Ellerbach-Projekt, dass ich tatsächlich glaube, dass wir
mit dem 25er richtig viel Spaß haben werden miteinander. So. Ja, da steht jetzt nämlich dann noch Köln auf dem Terminplan bei mir. Das sind jetzt gerade Ferien, ne? Da kommt so viel zusammen bei mir. Ferien, mein Urlaub, mein Kurzurlaub, dann kommt die Gamescom. Dementsprechend muss ich alles ein bisschen vorproduzieren, denn ich muss, na klar, meine Kinder beaufsichtigen tagsüber, durch das, dass sie dann jetzt Ferien haben. Deswegen kommt alles so ein bisschen geballt, aber ich freue mich tatsächlich auf die Zeit, denn in Köln war ich das erste Mal den LS25 anzocken. Wir haben da so ein kleines Bühnenprogramm, habe ich gesehen. Also ich wurde eingeladen von Giants, das freut mich sehr, sehr. Wenn ihr da seid in Köln, ne? Kommt gerne mal rum. Ich bin am Donnerstag auf der Bühne. An den anderen Tagen sind Kollegen noch da. Ich weiß gar nicht, wer da noch dabei ist. Ich glaube, der Joe ist dabei, wenn ich es jetzt... Denise ist, glaube ich, dabei. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer da alles dabei ist. Wird aber bei Gelegenheit noch gezeigt, wer da alles da ist. Ihr werdet es vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt schon wissen, wenn ihr das Video seht. Ja, und ich kann mir noch gar nicht vorstellen, was ich da tun muss. Ich weiß es nicht. Es hat nur geheißen, Jogi, hast Bock? Ja, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. So eine Chance kriegst du keine zweite Mal. Und deswegen schmeiße ich mich einfach mal blind ins Abenteuer. Hey, ihr kennt es von mir. Das ist so wie hier auch. Da schmeiße ich mich doch auch komplett blind rein und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und im Notfall habe ich euch und es wird in Köln dann halt auch so sein. Mal schauen, vielleicht wäre es ganz cool, wenn ich da noch ein bisschen aufnehmen darf. Man weiß es ja nicht, dass wir da vielleicht schon mal so ein bisschen anzocken können. Ein kleines Let's Play ist ja falsch, aber ihr wisst ja, so eine kleine Reaction mal drauf. Wie läuft es so, wie sieht es so aus und so weiter und so fort. Da wäre ganz cool. Es ist bloß das Thema, ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Ne? Ich war zwar immer schon früher auf der Gamescom, durfte Karten, Spiele antesten. Ich war ja früher bei Play Experience dabei und habe die getestet. Dann durften wir in die Lounge rein und durften da schon mal Spiele anzocken. Ich habe aber tatsächlich nie irgendetwas aufnehmen können, weil ich die Technik nicht dazu habe. Du brauchst ja einen Laptop, du brauchst eine Capture Card. Capture Card wäre jetzt nicht das Thema, aber warum soll ich mir jetzt einen Laptop zulegen, wenn ich den eh nie benötige, wisst ihr? Deswegen hatte ich das nie gemacht. Und weiß noch gar nicht, wie und ob ich das anstellen soll. So, das haben wir mal soweit. Also wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Freue ich mich sehr drauf. Gerade in Richtung Winter wird es dann, glaube ich, richtig, richtig spannend. Da werden wir aus dem Zocken wahrscheinlich gar nicht mehr rauskommen. So, dann fahren wir jetzt an den Hof runter. Wir haben noch auf jeden Fall noch an der Heizung, an der Hofheizung was zu tun. An der Fernwärme, glaube ich, nennt man das, ne? Fernwärmeanlage. Damit Ellerbach auch ein bisschen eine warme Bude hat. Und wir ja Geld verdienen. Das ist ein bisschen schade, dass man das nicht genau einzieht. Kann ich nicht irgendwo einsehen, was ich verdiene? Das Problem ist nämlich so wirklich, in der Übersicht sehe ich da nichts. Es ist echt schade, dass man da nicht irgendwie jede einzelne Produktion irgendwo anklicken kann, wo man dann sieht, okay, die macht die und den Umsatz. So wie bei Anno. Ne? Bei Anno klickst du auf die Bude und dann weißt du, was die Masse ist. So, und hier vorne, ich weiß es nicht so recht. Also ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Das wird jetzt eine harte Phase für mich, diese vorproduzierte Woche. Denn ich würde gerne hier reagieren. Hier mit dem Bullen, dass wir die runternehmen und wieder alles in den Stall und die Weide verkaufen und so weiter. Weil wir keine Milch mehr kriegen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich würde einfach... Da kommt alle Qualitätstechnik in mir raus. Alles zurück auf Status Quo, wo noch alles funktioniert hat. Ich habe auch jetzt Menu Fix mit reingenommen, um zu gucken, ob nun Mist spawnt. Aber ich kann schon spoilern, es spawnt nichts. So, das heißt, es kann eigentlich an der Weide nicht mehr liegen. Die BGA kann es eigentlich auch nicht sein, weil sonst würden wir sehen, dass er das aufnimmt. Und dann ist halt die Frage, wo Gott mischt, ne? Ich habe ja sonst nichts mehr.
Wisst ihr, wenn das in die BGA aufgesaugt werden würde, dann hätten wir das in der Übersicht gesehen. Aber da haben wir nie was entdeckt. Deswegen, ich bin ein bisschen ratlos, was das Ganze angeht. So, und dann können wir den gleich mal wieder abstellen hier. Lass dir Zeit. Schau erst ihn stark. Wir haben nur ein bisschen vor uns. So. Gut. Oha, oha. Ganz ruhig. So, dann haben wir das. Erledigt. Dann gehen wir runter zum Teleskoplader. Wir müssen hier ein bisschen Hackschnitzel auffüllen. Ich muss gucken, dass das Geld reinkommt. Das geht anders nicht. So, wo ist unser? Da unten ist er. Der hat wahrscheinlich noch die Zange dran. Packen wir einfach wieder hier hin, dann wissen wir, wo sie liegt. Das ist soweit in Ordnung. Kabel weg. So. Und jetzt ist die Frage, ach so, die Schaufel, natürlich. Ich weiß. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir gucken, wo die Schaufel liegt, aber ich weiß es. Ich weiß es, ich habe doch hier tatsächlich ein bisschen Ordnung in den Solar gebracht. Dass wir hier zugemacht haben, ist auch höchste Eisenbahn geworden. So, können wir nämlich da oben auch noch ein bisschen heizen. Ich habe noch einen zweiten Ofen mit reingenommen. Kennt ihr den vom Phoenix? Da gibt es doch auch noch so eine kleine Mini-Hofheizung. Da bin ich ja mal überlegen, ob wir die auch noch platzieren ins Gebäude rein. Ich brauche einfach Investitionen und dazu brauchen wir Kapital. Ich will mich vergrößern. Gerade in Herr- und Ländereien will ich mich natürlich vergrößern. So, den hier. Und den hier. So, das funktioniert schon mal ganz gut. Da wollen wir auch bald wieder einen Wald nehmen müssen. So, und das Ganze läuft dann hier in die Produktion rein. Hackschnitzel. Genau. Also wir kriegen eigentlich Strom raus. Und das ist etwas, was mich komplett verwirrt. Ich muss doch dann irgendwo etwas platzieren können. Zum Beispiel die Geschichte hier. Dass er irgendwo dann das aufsaugt, oder? Also das ist etwas, die Bude hier, die macht mich psychisch fertig. Kurzem bin ich an einem Hof vorbeigefahren. Die hatten Hackschnitzel draußen liegen. In großen Mengen. Und da war irgendwie so eine Anlage, da dachte ich so, ja gut, die machen dasselbe wie das, was ich jetzt gerade hier mache. Bis ich dann irgendwann gespannt habe und so dachte so, hä, das ist doch nass dann das Zeug, wenn es regnet. Das kannst du dort gar nicht verheizen, das Zeug. Was macht denn der da? Ist das ein Yogi 2.0? Na, irgendwann ist mir dann aufgefallen, nee. Habe ich auf die Internetseite geguckt, die verkaufen die Schnitzel für die Gartenbesitzer, dass sie das einstreuen können, sozusagen um ihre Pflänzchen rum. Und dann war mir einiges klar. Aber zuvor dachte ich so, what the heck, was macht er? Was tut es? Weil ich kannte bis dato nur Rindermulch und irgendwann dachte ich so, was ist denn da los hier? So, wir haben das soweit. Ich mache hier mal noch die Hackschnitzelgeschichte vollends fertig. Ihr seht auf jeden Fall, dass wir in Richtung Winter müssen wir noch mal schnitzeln gehen.
Das hat auf jeden Fall bisher schon mal gut gereicht. Das ist schon mal schön. Wir sind ja nun lang nicht durch, aber trotzdem, das passt mal soweit. In dem Sinn sehen wir uns morgen mit einer frischen Folge wieder. Wir müssen uns Gedanken machen, was wir auf das Feld nun hauen. Im August, da wird nicht mehr ganz so viel passieren. Müssen wir gleich eine Vorausplanung machen, was wir nächstes Jahr brauchen. Vielleicht Winterweizen oder so? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Spontane Gedanken. In dem Sinn wünsche ich euch einen wundervollen Dienstag. Lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns morgen wieder mit einer neuen Folge hier aus Ellerbach. Bleibt anständig. Macht's gut und ciao.